Gleich hat die Parade ihr Ziel erreicht. Das Haus der Familie. Hier muss der Bräutigam seine erste Prüfung absolvieren. Oder sich den Weg zum zweiten Tor durch einen Umschlag mit Geld frei kaufen. Der Hochzeitszug kommt langsam vor Tor Nummer 1 zum Stehen. Hier muss Josef 3 Aufgaben bewältigen, bevor er zu Naromols Vater und danach zu seiner Liebsten darf. Jetzt habe ich 3 Türen. Ja, und 3 jetzt. Türen muss ich schaffen. Ja. Und du hast gesagt, ich soll das Papa geben, ja, dass ich Hand frei habe. Ja, du musst frei haben jetzt. Ja, muss ich zuerst zu Papa rübergehen und es geben? Ja, Nein, du musst geben. Welche Aufgaben habe ich zu machen? Genau. Bevor du durch unser Tor durchgehen darfst, musst du erst eine Frage beantworten. Was? Eine? Die erste Frage. Josef, sag mal, wann hast du genau die Naromol eigentlich kennengelernt? Ende März 2009. Sehr gut. Mach mal auf. Jetzt weiter zu der. Zweite Tür. Ja. Muss ich auch wieder eine Frage beantworten? Nein, dieses Mal musst du nicht keine Frage beantworten, sondern du musst schön singen für mich. Was? Damit die Tür aufgeht. Und zwar Marmorstein und Eisenbricklied. Das muss ich singen. Hey Josef. Ja, ja, mitspielen. Marmorstein und Eisenbrick, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei und wir sind uns treu. Das letzte Tor. Das ist das letzte Tor. Du hast deine letzte Aufgabe. Was denn? Also, du musst Topf schlagen. Was? Topf schlagen? Genau, Augen so dreimal drehen und Topf schlagen. Oh. Mit dem Stopp. Die Augen zu machen jetzt? So. So. Ich gebe dir einen Stopp. Alle ein bisschen zurückgehen, bitte. Alle ein bisschen zurückgehen. Wir nehmen ein bisschen Sicherheitsabstand. Schlussendlich ist schwierig. 2. 3. Einmal noch. 4. 5. Okay, yes. Ja, okay. Und dann jetzt suchen, wo die sind. Es geht so. Es ist gut. Wann hast du schon? Ah, das lang schon. Nein, wir haben 3. Jetzt 3. Hast du 2. Und da ist auch noch einer. Darf ich mir einen Augen aufmachen? Ja! Und das letzte Tor ist offen! Genau! Und haben wir Sushi hingebracht und jeder hat geklatscht und gelacht. Und dann habe ich auch das goldene Tor auch geschafft. Ich war glücklich und habe mich wirklich gefreut. Also der Josef hat sich mit den 3 Touren super geschlagen und super lustig. Und das könnte ich jedes Mal mit ihm wieder machen. Er hat die Aufgabe gemacht, aber ob er bestanden, weiß ich nicht. Aber jetzt ruhig, ich schätze, er hat bestanden. Zu Papa. Zu Papa gehen. Ja. Der große Moment ist gekommen. Josef darf Naromol abholen und sie zur thailändischen Vermählungszeremonie führen. Davor wird der Brautpreis an den Vater der Braut überreicht. Opa, Naromols Papa, ich habe dir was mitgebracht. Das ist ein kleines Geschenk. Kannst du übersetzen, bitte? Danke, Kira. Du musst auch von ihm nehmen. Er ist gerne, die zum Family zu uns kommen. Und herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Ich hab gemeint, wenn der bestand, die 3 Türen, wenn er bestand, er werde mich rufen. Bitte, der hat mich noch nicht gerufen. Kann sein, hat er nicht geschafft.
Narumol! Narumol! Und ich hab das so schön gefunden, weil normal schreit die Narumol den ganzen Hof immer rum, Josef! Und auf einmal schreit einmal der Josef Narumol, das war total schön. Narumol! Ja! Mittagszeit in Pittenhardt. 12 Jahre, nachdem sie ihren Lieblingsbauern kirchlich geheiratet hat, wird Narumols Kindheitstraum Wirklichkeit. Heute heiratet sie ihren Josef nach thailändischer Tradition. Auf ihrem Bauernhof im schönen Bayern. An den 3 Toren hat Josef bereits 3 Prüfungen erfolgreich absolviert. Sein Geschenk an den Brautvater ist überreicht. Jetzt darf er seine Herzdame zur Zeremonie führen. Narumol! Darf ich hochkommen? Hast du die Aufgabe schon geschafft? Ja, wir haben 3 Aufgaben schon geschafft. Und was machst du jetzt? Darf ich raufkommen? Ja, komm mal hoch. Ja. Der Josef, der hat mich untergeholt. Das war der Höhepunkt, die jetzt wir Zeremonie, die letzte Zeremonie anfangen. Und dann er hat mich runtergeholt. Was macht Narumol dann? Narumol ist reingegangen mit meinem Mo, hat auch getanzt und hat auch gesungen. Bei mir lacht's auch. Das war meine echte thailändische Hochzeit, die ich mir vorgestellt habe. Was wir gemeinsam hatten. Das hat mir den größten Spaß heute gemacht. Wir haben gemeinsam das gleiche Schreien. Also wenn wir Juhuizen, sagen wir, gell? Da juhuizen wir fast genauso als wie die Thailänder. Und das habe ich so schön gefunden. Und ich habe immer voll mitgeschrien, weil es war so schön. Inzwischen sind es 29 Grad im Schatten. Die traditionelle Zeremonie der Mönchsegnung und der Wasserweihe steht kurz bevor. In wenigen Minuten werden Narumol und Josef ihr Ehegelübde nach buddhistischer Tradition ablegen. Das ist wirklich wie auf einer Hochzeit bei einer Adeligen oder was. Weil die sind ja so schön gekleidet gewesen. Und wie ich dann aufs Podium raufgegangen bin, ich und Narumol, das war eigentlich so der richtige Traum. Ich glaube, dass wir ein thailändisches, bayerisches Bild gemacht haben. Die Mönche, die haben super in unser Alpenpanorama gepasst. Das Brautpaar hat seinen Platz eingenommen. Die 3 Mönche werden nun die feierliche Zeremonie durchführen. Ich freue mich riesig für Mama, natürlich. Ich habe sie noch nie so glücklich wie heute erlebt. Und das ist ein sehr besonderer Tag für uns alle. Vor der Mönchsegnung zündet Narumols Vater am Altar die Räucherstäbchen an. Damit möchte er Buddha ehren. Enkel Jack stützt seinen Opa. Das war so ein schönes Gefühl. Und dann hab ich im Moment gedacht, wir haben es geschafft, Josef. Wir haben jetzt bis hierher geschafft. Bodhi Begatha heißt das Gebet der Mönche, in dem das Böse abgewendet und das Glück in alle Himmelsrichtungen geschickt wird. Ich bin richtig überwältigt. Das ist richtig ein schöner, fein, glücklich und harmonievoll. Narumols Papa zeichnet dem Brautpaar mit Wachs 3 Punkte auf die Stirn. Auch das soll Glück bringen. Anstelle eines Mönches darf er die Zeremonie leiten. Um Narumol und Josef symbolisch miteinander zu verbinden, legt Norparat dem Brautpaar den Mongkon, eine gesegnete Kordel, auf ihre Köpfe. Dieses Ritual soll das Paar in Ewigkeit miteinander verbinden. Das ist das, die heiligen Bändchen zusammenbinden. Das ist dann, ja, wie man sagt, es ist Mann und Frau. Was Gott verbindet, darf der Mensch nicht trennen. So ähnlich ist das. Jetzt hängt ihnen der 79-Jährige eine Pung Malai um den Hals. Die Blumenkette soll böse Geister abwehren. Das war ein Papier, die
ฝังเข้าไปในหัวใจของสองคนเข้าใจกันแล้วเขาก็มีความคิดที่ตรงกันที่จะร่วมหัวจมท้ายด้วยกัน Und ich denke, dass durch die thailändische Hochzeit für die Spirituelle, für die Beine, noch stärker verbindet. Nun folgt der Höhepunkt der thailändischen Hochzeitszeremonie. Die Segnung mit geweihtem Wasser aus der Muschelschale. Narumuls Vater darf dem Paar noch vor den Mönchen seinen Segen geben. สายน้ำไม่แยกแต่กันฉันใดขอสองดวงใจดุจสายทานเทินFühlen alles Gute. Danke schön. Das ist die Höhepunkt. Die Gäste sollen die Weihwasser über Hände gegossen. Das ist die letzte Tradition. Und dann wir sind letzte Mann und Frau. Bei uns glaube ich, 1000 Wünsche ist 1000 Mann Glück. Ein wahrlich magischer Moment. Familie und Freunde kommen nacheinander auf die Bühne. Indem sie dem Paar geweihtes Wasser über die Hände gießen, geben sie ihnen ihren Segen. Das Weihwasser, das war eigentlich eines von den höchsten Gefühle bei mir. Also es ist schon mal sehr ergreifend, dass sie jetzt wirklich sich verheiratet fühlt. Und ich glaube, dass sie da ganz lang davon zehren kann. Irgendwas kann ich wohl sagen. Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeit. Ja, alles gut. Ja. Oh, danke schön. Ja, wir sind aber genau wie du. Herzlichen Glückwunsch. Komm, geil. Er ist stolz drauf. Also, er ist richtig stolz drauf. Und auch wegen Oma, die verstorbene Oma. Meine verstorbene Oma weiß das und jetzt anerkennt es auch. Und weiß es auch, dass Mama geheiratet haben. Das Allerwichtigste ist, dass ich Narumuls Papa so richtig erfreut gemacht habe. Das ist die erste thailändische Hochzeit für ihn. Und ich freue mich, dass das so gut verlaufen ist und der Narumuls Papa auch noch die letzte Freude erlebt hat, solange ich erleben kann. Noch jetzt noch. Das war noch ganz emotional. Narumul hat Freude drinnen gehabt. Ja. Ich habe fast nichts mehr sagen können, weil ich auch so emotional gewesen bin. Auch die Mitmenschen, die das zugeschaut haben, die haben da sind sprachlos gewesen, haben auch Freude drinnen gehabt. Ja. Wir möchten euch bedanken. Ja, wir möchten euch bedanken, dass alle gekommen seid und dass ihr die Zeremonie mitgemacht habt. Freuen wir uns besonders, dass so viele von der Verwandtschaft gekommen ist und auch die Gäste. Ja. Und freuen wir uns, dass wir eine schöne Zeremonie jetzt gehabt haben. Und wir feiern dann noch weiter. Ohne euch hatten wir heute nichts. Vielen Dank. Kopf und Kopf. Narumuls Traum von der thailändischen Hochzeit hat sich heute erfüllt. Dank ihrem Josef, der ihr vor 7 Wochen einen Antrag auf Thailändisch machte und der immer an das glaubte, was Narumul so wichtig war. Dass Jack und ihr Vater beim Fest dabei sein werden. Inzwischen ist es 16 Uhr. Zu jeder Thai-Hochzeit gehört auch der Hochzeitstanz. Auf den hatte sich besonders Josef gefreut. Das war für mich auch ein Highlight. Und ich habe mich auch mitgetanzt, ich habe schon lange nicht mehr getanzt, weil meine Frau nicht so tanzfreudig ist, wenn ich das sagen darf. Und dann haben wir gleich viel Gas gegeben. Mehr Thailand in Bayern geht nicht. So hatte sich das Bauernpaar sein Fest erträumt. Ich fand es schön, dass sich beides noch mal vermischt hat. Die bayerische Kultur und die thailändische Kultur. Das hat man gut an den Tänzerinnen gesehen. Und mittendrin ist einer in der Lederhose und spielt Zirch. Also es ist schon ein toller Moment gewesen. War schon schön anzuschauen. Und besonders für meinen Papa. Er ist überglücklich. Ist ja ganz emotional gewesen, weil das ist jetzt die erste Tochter, die auf Thailändisch geheiratet hat. Ich bin auch ganz emotional gewesen. Pittenhart,
Der 3. Juli 2022. 12 Jahre, nachdem sie ihren Lieblingsbauern kirchlich geheiratet hat, ist Narumuls Kindheitstraum heute wahr geworden. Sie hat ihren Josef nach thailändischer Tradition geheiratet. Freunde und Familie aus Thailand und Bayern feiern diesen großen Moment mit ihnen. Ein Prost, ein Prost, der Gemütlichkeit.